Hey, guten Morgen. Heute im Thema, gibt es eine Alternative zu Leica Register 360 Plus oder der Register 360 BLK Edition? Wie kommt es zu dieser Frage? Ich versuche das mal so grob zu skizzieren. Natürlich ist der Preis schon intensiv von der Leica Software und der ein oder andere Kunde berichtet halt, ja, es ist halt so, wenn wir vier Projekte im Jahr machen, dann lohnt sich das halt nicht, eine Jahressubscription oder eine permanente Lizenz zu kaufen, weil wir müssten dann mehrere hundert Euro auf das Projekt umlegen. Ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Und von daher möchte ich heute mal ein kleines Video machen über eine Alternative, also Pinpoint. Ich meine, die meistens, die meine Videos kennen, werden wissen, dass wir relativ viel damit machen. Und dass die Skasa-Jungs da auch ein relativ rundes Produkt mittlerweile auf den Markt gebracht haben. Ja, machen wir mal einen Überblick. Also, welche Besonderheiten gibt es zu Pinpoint? Preise und so mache ich am Ende. Ich würde jetzt erstmal grob den Überblick geben, worum geht es eigentlich. Also, fangen wir mal an. Wenn wir jetzt hier mal auf unserer Webseite sind und fangen mal hier oben an, dann hole ich mir mal den ersten Block. Und da kann man halt sehen, die Pinpoint-Software verfügt über eine API zu dem Leica BLK, aber auch zu dem Leica, also BLK erste Generation und zweite Generation, aber auch zum Leica RTC 360. Des Weiteren gibt es eine Schnittstelle, das habe ich hier weiter unten aufgeführt. Zu Recap, das heißt, vielleicht hier nochmal zurückspringen, Sie können hier ein Recap-Projekt importieren, also alle, die mit Recap arbeiten, die haben dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe ein Recap-Projekt, das ist leider größer, als ich dachte, ich möchte das nachregistrieren, dann kann man die Daten reinholen. Hier Stichwort, es gibt andere Laserscanner am Markt, neben Leica, wir haben viele angefragt oder Skasa hat viele angefragt. Die meisten haben im Pinpoint eine zu große Konkurrenz gesehen und haben deswegen negiert, hier die Schnittstelle freizugeben. Da muss man einen großen Punkt an Leica geben. Die sind da offen, die sagen, okay, wir stellen uns da dem Markt. Finde ich mega gut, finde ich super gut und wird auch dazu beiführen, dass die Hardware immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Denke ich, meine persönliche Meinung. Gut, damit haben wir also die Schnittstelle. Das heißt, was bedeutet das? Sie können die Daten vom Scanner direkt runterladen, also beim G2 logischerweise USB-C-Kabel dran, Datei importieren, Daten runterladen. Wenn die mit der Field-App gesteuert wurde, sind die auch vorregistriert. Sie können die dann da reinholen. Wenn dem nicht so ist, haben wir ein super Tutorial. Also viele scannen ja auch einfach nur per Knopfdruck, weil sie vor Ort ohne Tablet arbeiten möchten. Dann können sie die Daten auch reinholen. Es gibt ein Auto-Align-Autoregistrierungsfeature, mit dem sie dann die Scans auch registrieren können. Okidoki, gehen wir weiter. BLK-Import hat man, RTC hat man. Cleanup-Features. Sie sehen hier Cleanup-Werkzeuge, habe ich kurz hervorgehoben. Es gibt hier ja die Clipping-Ebenen und es gibt zusätzlich hier Cleanup. Und wenn Sie hier auf das Plus klicken, dann geht hier der Reiter von den Cleanup-Werkzeugen an. Da gibt es eine Ball-Lösch-Funktion, da gibt es ein Lasso-Tool, da gibt es ein alles hinter der Ebene löschen, da gibt es eine Funktion Fahrzeuge, bewegte Objekte rausfiltern und dann gibt es eine Option Spiegel und Scheiben einer Fassade, also alle Störpunkte, die durch eine Fassade entstanden sind oder durch Fensterflächen ja eigentlich, die können da relativ unkompliziert gelöscht werden. Also das sind sehr leistungsfähige Werkzeuge. Ich denke, das bringt auch einen großen Pluspunkt. Und dann gibt es so die Möglichkeit, das nennt man Point Projection, heißt die Funktion im Modeler. Also Pinpoint besteht ja aus zwei Modulen, einmal dem Registration Tool und einmal dem Modeler. Und im Auswertemodul, dem Modeler, hat man halt hier Werkzeuge, um Grundrisse zu modellieren, um einfache Punktwolkenschnitte zu erstellen. Und da ist halt der Vorteil, dass man diese Ergebnisse auch eben an CAD-Softwarelösungen adressieren kann, die keinen direkten Punktwolkensupport haben. Das ist auch ein wesentliches Feature. Und dann kommen wir letztendlich zu den Preisen. Ich habe das hier mal verlinkt. Mal da mal drauf gehen, dann sehen wir halt, Pinpoint kostet in der Woche, im Monat 119 Euro. Die Jahreslizenz kostet 1199. Eine permanente Lizenz gibt es aktuell leider nicht. Gehen wir zurück zu unserem Beitrag, gehen mal auf die BLK Edition, was ja wohl der direkte Vergleich ist. Die kostet aktuell 162 Euro in der Woche. Das ist halt dann schon ein deutlicher Unterschied. Und das Jahresabo kostet 2100. Das ist also etwa 1000 Euro teurer als die Pinpoint-Lizenz. Und die permanente kostet aktuell
inklusive, also nehmen wir mal den Wartungsvertrag raus, 4.500 Euro grob. Das wird sicherlich sich immer mal anpassen. Da muss man halt schauen, CCP, wenn Sie Service Support, Update und Wartung wünschen. Und dann natürlich muss erwähnt werden, weil ja Pinpoint auch den RTC unterstützt. Wenn man die große Register sich anschaut, dann ist man natürlich schon bei der Wochenmiete von 320 Euro. Das Jahresabo liegt bei knapp 4.000 Euro und die permanente liegt halt ohne CCP bei 8.600 Euro. Und das ist halt dann schon ein großes Argument zu sagen, okay, vielleicht schaue ich mir mal die Alternative an. Ich kann weder sagen, ich arbeite nur mit der oder nur mit der. Ich habe den Luxus, wir haben natürlich viele Lizenzen. Ich nutze beide Varianten eigentlich gleich oft momentan. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir nur das eine nutzen. Nein, wir nutzen auch die Registersoftware sehr gern. Das muss man, glaube ich, ausprobieren und testen. Aber ich würde sagen, für die Leute, die selten ein Projekt machen oder die in das Thema einsteigen, ist auf jeden Fall der Pinpoint-Weg ein sehr guter alternativer Weg und er bietet halt eine hohe Flexibilität auch mit anderen Daten. Also sprich, ich erwähne nochmal Recap-Projekt. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Recap-Projekt von Ihrem Lieferanten bekommen oder Sie haben ein Recap-Projekt erzeugt. Sie können es einfach importieren, können es dann weiter registrieren. Da sind schon interessante Features dabei. Ja, ich kann nur einladen, testen Sie die Softwarelösungen, probieren Sie an Ihrem Projekt, welches für Sie besser funktioniert. Besuchen Sie auch unsere Live-Kurse, wo wir hin und wieder drauf Projekte durchspielen, wo Sie dann lernen können, wie das Ganze funktioniert, oder buchen Sie direkt eine Online-Schulung und dann gehen wir mit Ihnen Ihr konkretes Projekt durch. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag.